129 aus Italien, 60 aus Griechenland. Nicht 1000, ich sage nochmal. 60 Personen aus Griechenland und 129 aus Italien. Das einzige Land in dieser Sache, das bis heute noch auf die Vereinbarungen einhält, ist Griechenland, interessanterweise. Obwohl sehr viel Kritik gehört wird hier, für manche Punkte nicht zu Unrecht. Die Hotspots sind fertig, aber die Hotspots basieren auf einer Diskussion, die nicht mehr relevant ist, weil die Hotspots waren ja mit der Relocalization-Politik also verbunden. Die Hotspots sind da, um die Flüchtlinge zu registrieren und aus. Und anhand dieser Registrierung sollten sie umgesiedelt werden. Wenn die Umsiedlung nicht sozusagen passiert, nicht funktioniert, wozu braucht man die Hotspots? Um die Menschen dazu tagelang zu registrieren und terrorisieren. Okay, so sind wir mehr oder weniger bis zum heutigen Punkt angelangt, wo die Westbalkanstaaten mit Führung Österreichs die Grenzen zugemacht haben. Und es besteht jetzt die große Gefahr, dass sich binnen Wochen in Griechenland 100.000 Menschen sozusagen da aufschlagen. Der heutige Stand ist knapp 43.000. Bis vorgestern waren es 30, also bis zum letzten EU-Gipfel waren es 30, jetzt sind es bereits mehr, obwohl der Flüchtlingsstrom ein bisschen nachgelassen hat. Griechenland versucht mit allen vorhandenen Mitteln diesen Menschen wirklich entgegenzukommen. Sehr viele Kommunen machen mit, die gesamte griechische Bevölkerung macht mit, sehr viele Hilfsorganisationen machen mit. Das kostet aber auch sehr viel Geld. Und weil hier verschiedene Zahlen herumlaufen, da kann ich euch die offiziellen Zahlen, die nicht von Griechenland sind, sondern also nicht von den griechischen Behörden sind, sondern von UNO. Griechenland hat mehr wie 350 Millionen ausgegeben. Bis jetzt die inoffizielle Zahl ist über 1 Milliarde Euro. Von EU sind bis jetzt 33 Millionen gekommen. UNO hat in Griechenland um die 4 Millionen ausgegeben. Und jetzt hören wir diese Diskussion über einen Plan, 700 Millionen für die nächsten 3 Jahre. Wobei es dazu bedeuten ist, dass diese 700 Millionen die gehen an verschiedene Hilfsorganisationen und NGOs, haben mit dem griechischen Staat zu tun. Anders ausgedrückt, die deutschen Firmen kommen nach Griechenland und verlieren ihr Geld. Darum geht es. Damit wir uns einigen. Wir hatten vor ein paar Tagen den EU-Gipfel gehabt, der zu keinem Schluss gekommen ist. Es muss ein neuer gemacht werden, nächstes Wochenende. Wir haben Ansätze einer Vereinbarung. Vieles von dem, was ich selbst gelesen habe, da ich jetzt über eine Woche hier in Deutschland unterwegs war, habe ich sozusagen keine Regierungsinformation, wie der Plan Wirklichkeit aussehen soll. Vieles kommt mir unverständlich und undurchführbar vor. Eines bin ich mir sicher, mit Schiffen, vor allem mit Kriegsschiffen kann man die Flüchtlinge auf der Ägäis nicht aufhalten. Zweitens, ich kann mir nicht vorstellen, wie diese 1-zu-1-Tausch auch funktionieren darf. Geht ein Syrer von Griechenland in die Türkei und dann einer von der Türkei nach Europa. Das sind schwachsinnige Sachen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das, aber ich für völlig unverständlich und falsch finde, ist folgendes. Wie diese Europäische Union, allen voran Frau Merkel, die gesamte Angelegenheit der Flüchtlinge auf die Füße von Erdogan legt. Auf einen Menschen, auf einen Staatsmann, man nicht vertrauen kann. Zweitens, wo man ganz genau weiß, was er in seinem eigenen
Land tut auf verschiedenen Ebenen, was die Rechte betrifft, nicht was die Rechte der Kurden betrifft und so weiter. Und wir wissen ja, Erdogan wird die Flüchtlingsproblematik, verzeihen, Termini, also ausnutzen, um seine eigenen strategischen Pläne sozusagen weiterzuführen. Er hat das auch eindeutig gesagt, ich spreche mit euch, wenn auf der Tagesordnung auch unser EU-Beitritt dasteht. Das heißt für mich, dass er bis zum letzten Tropfen sozusagen verhandeln. Deswegen finde ich es ungeheuer leichtsinnig von Frau Merkel, dass sie schon vor seinen Wahlen hingegangen ist, ihn auch zu seiner Wahl unterstützt hat und jetzt auch die deutsche Regierung sozusagen die gesamte Hoffnung, dieses Problem ein bisschen hinauszuzögern, bis die Wahlen da vorbei sind, weil darum geht es, so naiv sind die. Und dabei werden sehr viele Menschen nicht nur in der Ägäis sterben, sondern dieses Elend wird weitergehen. Wir werden sehen in den nächsten Tagen und Wochen, wie sich diese Vereinbarung sozusagen konkretisiert. Meine letzte Bemerkung zu dem, wir sehen es leider, dass aufgrund der Flüchtlinge jetzt die NATO Fuß gefasst hat in der Ägäis. Das, was sie jahrzehntelang über andere Fragen, Diskussionen nicht geschafft hat, jetzt wieder mit dieser leichtsinnigen Politik der Europäischen Union haben wir die NATO in der Ägäis und da fangen wieder geostrategische Diskussionen an über graue Zonen, über Grenzen und so weiter. Jedenfalls, Ägäis ist kein Friedens mehr. Das ist leider aus. Okay. Das einmal vorerst zu den Flüchtlingen. Ich gehe jetzt schneller mal über zu ein Jahr Syriza Regierung. Ich habe dich zuvor also kurz unterbrochen. Wir sind eine Syriza Regierung, Syriza Anel und Grüne. Das ist etwas, was immer untergeht. Also wir sind keine Zweierparteiregierung, sondern Dreiparteiregierung. Der Chef der Grünen in Griechenland ist Umweltminister. Also man hört wenig davon, die Grünen in Griechenland sind auch eine kleine Partei. Die schildert, wie wir bis zum Januar gekommen sind. Wir haben hier in diesem Saal auch sehr oft darüber diskutiert, wie wir zu dieser Systemkrise, zu dieser kapitalistischen Krise gekommen sind und nicht zu einer spezifisch griechischen Krise gekommen waren. Syriza als eine kleine linke radikale Partei hat schon Jahre davor ein Programm zum Ausweg von dieser Krise ausgearbeitet gehabt und die Diskussion über dieses Programm zusammen mit der Krise selbst haben dazu beigetragen, dass in Griechenland während dieser Wirtschafts- und soziale Krise sich nicht nach rechts radikalisiert, wie es in den anderen Ländern Europas zu dieser Zeit war, sondern wir hatten das Phänomen gehabt, dass die Griechen sich nach links radikalisiert haben. 2012 hat leider Syriza knapp verfehlt, damals die Wahl zu gewinnen. Für mich ist der Kampf 2012 verloren gegangen und nicht 2015. Es hätte ganz anders ausgesehen, die Entwicklung, wenn Syriza damals die Wahlen gewonnen hätte. Eine Bemerkung dazu, es war nicht nur an dem Syriza selber gelegen, die Wahlen damals zu gewinnen. Ich glaube, Syriza hat seinen gewaltigen Sprung und seine gewaltige Leistung erbracht. Eine Partei von knapp 4% auf 27, das erlebt man selten der europäischen Geschichte, vor allem als linke Partei. Allerdings haben die anderen linken Parteien in Griechenland wenig dazu beigetragen. Sie haben ganz im Gegenteil mit allen Mitteln versucht, Syriza im Wege zu stehen. Allen voran die Kommunistische Partei Griechenlands, die bis dato die Hegemonie unter den Linken Griechenland hatte, hat sich
total sektiererisches Verhalten, das tut sie bis heute noch. Und somit hat die Linke insgesamt 2012 die Chance verpasst, sozusagen die Mehrheit zu bekommen und eine linke Regierung zu bilden. 2012 wäre viel mehr möglich gewesen, rauszuholen, auch bei den Verhandlungen, weil bis dahin hatten die Eliten es noch nicht geschafft, den Euro so zu stabilisieren und auch von der sogenannten griechischen Krise zu schützen, wie der Fall danach. Weil dann mit dem Memoranden, die gekommen sind, wurden die griechischen Staatsschulden, die an Privatbanken waren, vergesellschaftlich, wurden von der Europäischen Zentralbank aufgekauft und somit die Privatbanken wurden gerettet. Die griechische Regierung musste vom ersten Tag an hart um ihr Überleben kämpfen. Februar 2015 waren auf der griechischen Staatskassen 427 Millionen. Ich sag nochmal, 427 Millionen. Das sind nicht einmal ein Drittel von Monatsgehältern und Renten, der griechischen Beamtenrenten. Genosse Tsakalotos, der heutige Finanzminister, hat uns schon Jahre davor gesagt, der ungünstigste Moment für Syriza, die Regierung zu übernehmen, wäre Februar 2015 aufgrund der Abläufe von dem Programm. Gerade zu diesem Zeitpunkt hat die frühere Regierung ist auf die Seite gegangen, hat die Wahlen vorverlegt, damit Syriza die Wahlen gewinnt, es nicht schafft, mit dem Druck natürlich auch allen europäischen Eliten, so wäre Syriza inzwischen Spiel und somit wäre dann die gesamte europäische Linke als nicht regierungsfähig hingestellt. Syriza hat aber standgehalten, hat hart verhandelt, vom ersten Tag an hat die Regierung gesehen, dass es wirklich nicht einfach ist. Unser sogenannter Partner, die Troika damals, hat mit allen Mitteln versucht, dieses Zwischenspielplan wirklich zu realisieren. Es ist sicher, dass die Syriza-Regierung damals auch genug Fehler gemacht hat, sowohl aus mangelnder Erfahrung als auch aus nicht ausreichende Vorbereitung, weil ich sage euch offen, wir haben von 2012 bis 2015 uns zu sehr konzentriert, wie wir die Wahlen gewinnen und weniger darauf uns vorbereitet, wie wir die wirkliche Regierungsgeschäfte machen werden, wenn wir sie übernehmen. Aber eine kleine Ausrede haben wir. Wir waren, nochmal gesagt, eine ganz kleine Partei, knappe 4%. Wir sind immer noch eine kleine Partei, weil die Parteien, die wachsen ja nicht angemessen zu ihren Wählerstimmen. Vor allem mit einer Selbstverständlichkeit oder mit einer Automatik. Vor allem die linke Partei nicht. Und in so einem Rahmen wie Griechenland damals war und heute ist, ist das viel komplizierter. Die erste Vereinbarung war 20. Februar, wo die griechische Regierung gutwillig und mit genug Voluntarismus dem Partner etwas entgegengekommen ist, weil sie gedacht hat, sie hat mit Menschen zu tun, die einen normalen Verstand haben. Sie hat sozusagen das politische Handeln der Eliten unterschätzt, weil sie haben nicht mit wirtschaftlichen Überlegungen gehandelt, sondern mit rein politischen Überlegungen. Sie wollten das positive linke Beispiel von Griechenland nicht ausgehen lassen, weil das wäre dann gefährlich europaweit. Und hat versäumt, in dieser Vereinbarung explizit drinnen zu haben, dass auch die Partner ihre Pflichten nicht nachkommen, nicht nur Griechenland. Die griechische Regierung ist ihrer Pflicht nachgekommen, die Partner aber nicht. Wir haben bis knapp vom Sommer, als
Staat über 17 Milliarden Euro an, an Krediten zurückbezahlt, 10% von unserem Bruttoeinkommen, Englands Produkt. Kein einziger Staat jemals in der Welt hat solche Summen von Krediten ohne Refinanzierung zurückbezahlt. Die Staatsschulden werden immer refinanziert, die werden ja kaum von Budget gemacht. Das hat sich als Fehler erwiesen, weil wir uns dadurch erpressbar gemacht haben. So sind wir zum großen Putsch, 13. Juli gekommen, wo der Erpressungshebel nicht nur der ungeordnete Grexit war, Bankrott hast du schon, Paul, gesagt, und vor allem der totale Verlust aller Bankeinlagen. Und zum damaligen Zeitpunkt, wir haben gewusst, dass auf den Banken nur das Geld der Armen. Über 85% der Bankkonten damals auf den griechischen Banken hatten weniger wie 2000 Euro drauf. Dann versteht man, um welchen Menschen es geht. Die Reichen hatten schon in den Jahren davor mit Unterstützung der früheren griechischen Regierungen, aber auch mit Duldung der Europäischen Zentralbank ihr Geld und ihr Reichtum ins Ausland gebracht. Sehr viel Geld von den Griechen liegt hier in Deutschland. Wir hatten sowohl in Deutschland als auch in Österreich 2012, 13, 14 auch Samstagsschicht bei den Banken gehabt, damit sie den griechischen Kunden aufnehmen. Wir haben am Samstag aufgemacht. Und jetzt hören wir ständig hier den Vorwurf, aha, ihr besteuert die Reichen nicht. Okay, gut. Führt sie ja mal hier mal Vermögensteuer ein, nicht? Besteuert sie ja mal hier die reichen Griechen, und wenn was überbleibt, dann nehmen wir auch was. Aber passiert ja nichts. Bis zu dieser Zeit, also bis zu Juli, hat die griechische Regierung viel zu sehr sich mit den Verhandlungen sozusagen, ja, gearbeitet, beschäftigt und hat die eigentliche Regierungsarbeit ein bisschen vernachlässigt. Es ist in dieser Zeit wenig passiert und trotzdem natürlich, dass die Troika auf alles sozusagen eine Erlaubnis verlangt hat. Man muss ja vor Augen halten, Griechenland nach 2010 hat aufgehört, ein souveränes Land zu sein. Griechenland, der größte Opfer dieser Austeritätspolitik, ist nicht das Einkommen, ist nicht, das, nicht die Arbeitsrechte oder das öffentliche Vermögen. Das größte Opfer der Austeritätspolitik, nicht in Griechenland, ich finde es insgesamt, ist das größte Opfer die Demokratie selber. Und das hat man bei uns gesehen nach dem Referendum und nach dieser großartigen demokratischen Entscheidung der griechischen Bevölkerung, die Nein zu Austeritätspolitik gesagt hat, Nein zu einem neuen Sparpaket gesagt hat. Gerade deswegen, weil demokratische Entscheidungen nicht nur in Griechenland, sondern insgesamt in Europa wertlos sein müssen, haben die Eliten eine Woche später diese Entscheidung mit allen Mitteln zerquetscht. Das hat natürlich zu einer großen Enttäuschung bei uns in Griechenland geführt, aber nicht nur in Griechenland, sondern insgesamt bei der linken Bewegung in Europa. Und gleichzeitig hat es eine Diskussion begonnen, ob die Kapitulation von Syriza eigentlich die totale Zerschlagung des linken Projekts. Diese Diskussion, finde ich, zumindest für mich, ist noch immer offen. Wie Paul schon gesagt hat, ich mache das ein bisschen schneller, Syriza hat aufgrund dieser Entscheidung hat sich gespalten. Ein Teil der Genossinnen und Genossen ist aus der Partei weggegangen. Ein Teil von denen haben eine neue Partei gegründet. Die meisten aber sind nach Hause gegangen, haben
hat sich von der Politik, sozusagen zurückgezogen, so wie es am meisten bei Spaltungen linken Parteien ist. Diese Genossinnen und Genossen fehlen jetzt nicht nur Syriza, sondern die fehlen leider auch noch von der Bewegung, weil darunter leidet nicht nur Syriza, es leidet die gesamte Bewegung in Griechenland. Deswegen schreibe ich auch in meinem Buch, dass eigentlich die Erfahrung mit dem IMF ist, dort wo IMF immer Anpassungsprogramme realisiert hat, das gesamte politische System geht kaputt. Die einzige Ausnahme bis jetzt, ich betone es bis jetzt, ist Griechenland mit Syriza. Wir werden sehen, wie lange wir auch auf dem Gebiet eine Ausnahme bleiben werden. Und ich sage vorweg, wir werden so lange eine Ausnahme bleiben, als die Solidarität in Griechenland und vor allem hier in Europa groß ist und ständig wächst. Und weil ich von Solidarität gesprochen habe, möchte ich dazu bemerken, dass Syriza immer gesagt hat, dass sein Programm also umsetzbar ist, wenn die Kräfteverhältnisse sich in Europa ändern werden. Leider haben sich in dieser Zeit die Kräfteverhältnisse in Europa in die Gegenrichtung verändert, nicht in unserer Richtung. Und das ist natürlich nicht nur ein Problem für Griechenland und Syriza, es ist insgesamt ein Problem für die arbeitende Bevölkerung, es ist ein Problem für die linke Bewegung. Nach dieser Vereinbarung hat schnell die griechische Regierung gesagt, wir werden so gut wie möglich diese Vereinbarung umsetzen, obwohl dieses Programm nicht unser Programm ist. Das sagt Syriza und Regierung bis heute noch, das sagt der Premierminister ständig. Diese Sparpolitik ist nicht unsere Politik. Versuchen gleich Teile von unserem Programm, das wir jetzt unser Parallelprogramm nennen, umzusetzen, vor allem Maßnahmen zu ergreifen, die diese Bevölkerungsschichten etwas entgegenkommen, die am meisten die Krise getragen haben, die am meisten bei der Krise sozusagen draufgekommen sind und bezahlt. Das heißt, die Syriza-Regierung versucht heute noch in diesen ganz engen Räumen klassenorientierte Politik zu betreiben. Ich gebe nur ein paar Ansätze und ich denke, bei der Diskussion können wir dann mehr auf Einzelheiten eingehen, damit ich nicht so einen monotonen Vortrag mache. Das erste Gesetz, was die griechische Regierung gemacht hat, ist das Gesetz zur Bekämpfung der extremen Armut. 200 Millionen Euro waren anfangs also Spinnen zur Verfügung, ein Wassertropfen auf heißem Stein für Griechenland. Trotz allem, die Quadriga, die ehemalige Troika, hat da große Einwände gehabt. Der zuständige Kommissar ist nach Griechenland gekommen und hat gesagt, dieses Gesetz darf nicht verabschiedet werden, das wäre eine einseitige Maßnahme. Es geht darum, dass 250.000 Haushalte in Griechenland Essensmarken. Bitte, wir sind 2016 in einem industrialisierten Land Mitglied von EU und Eurozone und wir sprechen von Essensmarken. Da zahlen aber diese 200 Euro im Monat sind lebenswichtig mit diesen Familien. Es handelt sich um vierköpfige Familien, die absolut kein Einkommen mehr haben. Denen wird auch die Stromrechnung bezahlt und auch die Miete subventioniert. Aber natürlich auch freie Fahrt und so weiter. Ein paar andere Sachen. Seit ein paar Wochen hat jeder Grieche jetzt Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. Das hat die Regierung endlich, trotz des großen Widerstandes von allen Parteien in Griechenland, ich betone es, es sind nicht nur die Eliten hier und die sogenannten Partner, sondern alle Parteien in Griechenland haben dagegen gestimmt. Obwohl sie eigentlich die Vereinbarung im Juli mit
bestimmt haben, die stimmt haben, von UE und Goldene Morgen ausgenommen. Alle anderen haben den Vertrag sozusagen, das dritte Sparpaket mitbestimmt, aber sie lehnen jede Maßnahme nachher ab. Über 2,5 Millionen Griechen sind wieder, egal ob sie versichert sind oder nicht, können wieder bei öffentlichem Gesundheitswesen aufgenommen werden. Gerade im Gesundheitswesen wird jetzt auch investiert. Obwohl Griechenland keine neuen Beamten aufnehmen darf, es wurden letzte Woche 500 neue Arbeitsplätze bei den Intensivstationen gegründet, weil sehr viele Intensivstationenbetten waren in den letzten Monaten und Jahren zu, aufgrund mangelnden Personal. Gerade jetzt haben wir in Griechenland nicht nur die Flüchtlingsgeschichte, wir haben auch eine sehr große Grippenwelle. Und es werden in den kommenden Wochen und Monaten 4.500 Ärzte und sonstiges also nötiges Personal im Gesundheitswesen aufgenommen. Mit großem Widerstand, wie gesagt, nochmal den Parteien in Griechenland und natürlich auch der Quadriga. Die Verhandlungen in Griechenland haben nie aufgehört. Die laufen jeden Tag weiter, auf alle Ebenen. Und mit demselben Druck von den sogenannten GLG. Sie versuchen ständig vom Null auf zu verhandeln. Vier sind die größten Hartbrocken, die jetzt uns bevorstehen. Rentenreform, Steuerreform, faule Krediten, der große Privatisierungsfonds, diese 50 Milliarden. Wir gehen dann in